Servus, grüß dich und willkommen zurück zu Pokémon TCG. Ich habe den Deck ein bisschen was umgeschraubt, ich habe eine Endkarte gekriegt, die ich wollte, nämlich Neoking. So, das wird jetzt mit Glurak meine Galionsfigur im Deck bilden. Nidorin noch mit rein, ich habe sogar tatsächlich Advisa Flor bekommen. Und, auf der Lange, mal schauen. Shunkan und Akani sind noch drin. Oh, Nita kann ich gar nicht rausschmeißen. Ich habe noch Flamara mit dazu gepackt und zwei Evolis, aber ich glaube, ich kann Ponita auch noch rausschmeißen, weil das Ding hat mir bis jetzt noch nie das Gute über. Guck ich mal, weil ich habe nämlich jetzt noch zwei Pummelups rein, die werde ich vielleicht noch mit rausschmeißen. Vielleicht schmeiße ich noch was zusätzliches rein. Ich habe noch einen Vibor bekommen, ich könnte noch fünf Karten reinpacken. Da wäre natürlich ganz schön überlegen, ob ich einfach irgendwas Gutes dazu packe. In die Arena, wenn ich hatte, würde ich noch die Nino Queen entwickeln rein mit reinpassen. So wie es ja nicht ursprünglich geplant war. Wir nehmen. Ich habe noch nicht so viel Entwicklungsreihe, aber mal gucken. Wobei, da machen wir gleich wieder. Machen wir es so. Nehmen wir noch. Drei Wiesersamen. Jawohl, drei Wiesersamen, Freunde. Nehmen wir noch ein zusätzliches Pins hier mit rein. Nee, warte mal, ich will mal. Energiesuche. So, und wir haben jetzt hier schon zwei Club-Medaillen. Oh ja, stimmt. Hey Mike, wie geht's? Du hast die zweite Medaille gewonnen, du musst ein Glückskind sein. Ich werde sehen, wie gut du wirklich bist. Wir spielen um 6 Preise. Gewinnst du, gebe ich dir eine sehr seltene Karte. Oh ja. Das Tech, Ronald. Ich bin Ronald. I'm Gabumon. Okay. Boah, ich original schafft kein Pokémon. Okay, wahrscheinlich habe ich jetzt mega Pech dem Deck. Okay. Ich habe übrigens noch nie geschafft, einen Follow-up Reward Speed-Up Lord zu kriegen, also wäre man nicht schlecht, wenn ich das hätte. So, ich frage mich, was der noch alles hat. Ich weiß, man kann das Match gewinnen. Wiesersam, Bill. Wiesersam wäre das Ding schon richtig episch. Oh, okay. Das Schlimme ist, ich habe jetzt schon eine Ahnung, was passieren wird. Ja, da kann man den Kopf gut angreifen. Der macht dann bitte 20 Schaden. Noch ein Nidoran. Ich habe jetzt die Karten, um theoretisch mein Visa-Knosp, Visa-Floor aufzubauen. Rate, was ich wahrscheinlich jetzt nicht ziehen werde. Ich habe das jetzt jedes Mal gezogen und hat eigentlich nie wirklich gepasst. So. Wackernde Energie an Nidoran. Blöd, dass ich jetzt hier Vokalos so zeigen muss, aber das bringt ja sowieso nichts. Und so. Dran, gut. Wir nehmen noch mit Pflanzenenergie an Nidoran und nehmen Egelsamen. So, wenn wir erst 3 Angriffen dauern, ich kann 2 abfangen. Gut, das ist so, dass ein Draugos war, aber das glaube ich hat eine Schwäche vor Pflanze. Komm schon mal wieder. Evoli. Hier geht nochmal eine Feuerenergie. Egelsamen. Da ist dann kann der nächste Angriff mit dem Drang. Heil ich mich? Ich heil mich wieder. Ja, nice. Knogger. Und da kommt Commander. Na, super. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich krieg ums Verrecken kein Dingens, ne? Visa-Knosp. Wenn jetzt Visa-Knosp steht, da könnte ich jemanden so weit machen, dass er es angreifen kann. Ja, super. Jetzt drückt er mir. Macht er 10 extra oder macht er jetzt 40? 30, okay. Ja, wer jetzt. Ne? Ich sag nichts dazu. Ich mach's nochmal Egelsamen. Es halt nicht 10, aber es bringt mir ja nichts. Wobei, ich krieg sein zweites Pokémon gleich damit Evoli down. Ah ne, er hat Jurebau ausgetauscht. Nach dem zweiten Mal der Preise nehmen, yay. Ich krieg aber auch kein Nidorino oder Nidoking. Einzig, was ich hier gerade krieg, sind Millionen andere Pokémon. So. Oder. Ah, ein Commander, damit kann ich arbeiten. Und jetzt kommt Knogger und das ist uncool. Na gut, der kann mich aber nicht killen. Gut. Nidorino. Wie viel Schaden macht das? Bitte. Bitte. So, Klimander. Feuerenergie drauf. Und jetzt muss ich hoffen, weil ich glaube, das Ding hat. Okay, brauche ich Kopf.
So, hat das irgendwie eine Pflanzenschwäche? Ja, und damit ist noch One-Shot. Magma. Und Winter auch. Ah, natürlich, Commander. Ja, natürlich kommt Commander auf die Hand. In den Kampf. Wie gesagt, Nidorino oder Nidoking? Einfach bei Nidoking wollen wir eine Pflanze mit dem Toxin ansetzen. Die ich ja hätte jetzt theoretisch. Das ist echt zum Kotzen. Ich hau die schon mal drauf, ich hau Magma auf die Bank und nee, ich kann Magma keine Fallen geben. Aber ich halte schon mal Commander. Es ist gerade echt, also ich ziehe echt Mist. Das wird man kriegt ja echt eine gute Karte, glaube ich. Ich überlebe noch, ich kann ihm wenigstens in die Range kloppen, dass. Feuerschlag brauche ich zwei Feuerenergiekarten. Dass ich ihn mit Nidoran theoretisch finishen könnte. Ich hätte gern jetzt mal eine Nidoran-Entwicklung. Meine Feuerenergie und ich kann zum Magma. Ja. Und ich kann mal mit Nidoran aufheben, für das ich wirklich, falls ich wirklich jetzt mal so ein Ding ziehe. Ja, dann war so, ja, ist klar. Ach so, ich weiß, warum das bei Evoli so viel Schaden gemacht hat. Evoli hat eine Kampfschwäche. Und hier ist Bodenerkampf. Wie ich dann gedacht. Die verarschen mich. Meine Hand, mein. So, ich geb ihm. Nee, ich brauch Feuerenergie von Magma. Okay, Feuerschlag erstmal. Aber als Last Resort wäre das gar nicht mal so schlecht. Akani, ich. Ich krieg immer. Labras ist auch noch was im Feld. Oh, das wird mir Schaden drücken. Das wird mich umhauen, glaube ich. Ja. Nidorino, Nidoking. Oh Mann! Ja, jetzt kriegen wir eine Feuerenergie. Das ist die Bank. Wir setzen eine Pflanzenergiekarte drauf. Schreibt mir gefährliche Horn an. Ich darf nur schauen. Ich ziehe die Karten nicht, wie ich brauche. Das ist echt zum Kotzen. Okay, das macht mir nur 10 Schaden. Das Schöne ist, wenn ich jetzt hier treffe, One-Shot. Ah, oh, endlich, Nidorino. Dann gebe ich dir noch eine Feuerenergie, weil dann haben wir Homburg raus. Das ist die safe Variante, macht 100 Schaden. Und vielleicht. Ne, ja, eine Pflanzenergie. Sensory! Okay. Aber hey, er kann doch nicht angreifen. Ich kann die Pflanzen mit ihnen geben. Nidoran, bringt mir eigentlich nichts mehr. Ich bräuchte jetzt Nidoking. Ich habe nur noch zwei Preise zu nehmen. Ich müsste den Schaden auf den gering halten, auf Nidorino. Oder jetzt endlich mal Nidoking ziehen. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit, ich will Nidoking ziehen. Aber das liegt bestimmt in meinen Preisen. Übrigens, wenn er jetzt Nidoking um. Ich hätte es eigentlich mit Doppelkick versuchen sollen, aber wenn er Nidorino umhaut, dann war's. Labras haut Nidorino um. Obwohl, nee, der muss ja. Ich hätte da keine Energie wegen dem Zurückziehen drauf. Da hoffe ich trotzdem, wenn er noch eine Wasserenergiekarte zieht, haut er mich echt um. Ich kann nichts machen. Ich muss noch Homburg zwar, aber mit dem Ding nicht schon Schaden, nee. Vielleicht hat er keine Wasserenergie. Hat er nicht. Boah, ich gewinne das Match. Und Commander. Homburg. Boah, Nidorino hat mir das Match gesaved. Das ist schon mal eine so eine Karte und der hat den Sieg gerettet. Yes! Wir haben Ronald, unseren Rivalen, besiegt. Ich hab's ja schon echt gezweifelt, weil das war heftig. Ich habe mich nicht angestrengt. Nun, es ist wie es ist und deshalb gebe ich dir diese Karte. Vorteilskarte. Level 12 Pummeluff. Wahnsinn. Erste Hilfe, entferne eine Schadensmarke mit Pummeluff, fügt sich selbst 20 Schaden. Ach, wow. Bin nicht gelesen, was er gesagt hat, aber es war bestimmt nur irgendwie ein Diss gegen mich. So, welchen Tipp gehen wir jetzt? Wir finden einen Steinklub. Die steinharte Kämpfe habe ich nichts. Also, ich habe 10.000 Karten her. Ich will auch 10.000 Karten haben. Soll ich bestimmt. Ah, hey!
Hallo, schön dich zu treffen. Ich bin Ishihara. Ich bin ein Pokémon-Kartensammler. Ich liebe es, Karten zu sammeln. Ich sehe liebst die Pokémon-Karten genauso. Komm bald wieder vorbei, wir müssen ein paar Karten tauschen. Oh, wie ist du mit den Karten? Dann liest du bitte ein paar dieser Bücher hier. Ich denke, sie sind hilfreich, ne, brauche ich. Ach wo, wenn gerade so auffällt, ich gehe mal in Dr. Masons Labor. Weil ich glaube, da gibt so E-Mail lesen. Ah genau. E-Mails lese ich jetzt nicht vor, aber ich glaube, man kriegt dann immer eine Booster-Packung. Sieht man mal den Video. Oh, noch Nidoran männlich. Oh, meine Feuerenergie ist hier witzig. Detektor, Vulcano, Kickter. Hypno, Kapuzzi, Wartung, Dotri, ich krieg auch. Naja. Doch Nidorino wäre awesome. So, das weiß ich noch. Alles klar. Die Energiekarten wegen hole ich nicht. Also brauche ich nie machen. Dann gehen wir den Gesteinsclub. Und ich merke, das Projekt wird eigentlich ziemlich kurz, aber hey, ich hatte Bock drauf. Ich wollte immer schon ein Standard-Typ sein. Wirklich? Ich mache hier die Panz. Ich bin hier der Witzbold. Also lass die Panz gefälligst dienen, der sie kann. Und ich werde dich zum Zerbröckeln bringen. Ha, hier, ich bin Wortspielkönig, ja. Stein-Pokémon ist der Name, nicht Steinhart. Steinstark. Boah, der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Wahnsinn. Deine Witze sind nicht so hart, wie du denkst. Willst du gegen mein Stein-Pokémon-Deck antreten? Ja, ja, hier, ne? Ich weiß, deine Pokémon stehen wie ein Fels in der Brandung, aber... Oh Gott, du siehst aus wie Frankenstein. Frankenstein ist Monster, sorry. Wir versuchen die noch am Ende. Am Anfang sehr gut, weil vielleicht mit einem guten Münzwurf könnte ich sogar direkt schon in der ersten Runde den ersten Preis holen. Ja, ja genau, jetzt. Genau jetzt passiert mir das. So. Kampf der Gegner-Wallgasse und was macht er? Geheule. Nach dem schwächere Resistenz. Das heißt, ich will ihn trotzdem umklatschen. Okay. Nicht mehr das Problem. So, Bill, habe ich ganz vergessen. Dann nehmen wir eine Feuerenergie auf Vulcano. Hier nehmen wir ein gefährliches Horn und ich hoffe, dass dieses Mal. Ja, und tschüss. Danke, was so. Nix, ein Glutexo. Ah, und Exala ist nix. Das hat mir zu viel KP. Aber er greift nicht an, er hat keine Energie. Wir nehmen noch eine Pflanzenergie an Nidoran und haben ein gefährliches Horn raus. Ah, ich mach wieder keinen Schaden. Natürlich mach ich keinen Schaden. Aber, oh, er kommt nicht zum Angriff. Evoli. Jawohl, Evoli ist ja nicht so geil. Ich wollte Energie noch an Vulcano. Wir hauen mit gefährliches Horn drauf. Ich hab den mal mit Miyakani raus, bekommt man zum! Er greift mich an. Noch ein Nidoran. Ich zieh wieder keine Pflanze in die, oder kein... Ja, ich darf Schaden machen, Wahnsinn. Nidorino wäre natürlich jetzt wieder awesome, aber da brauche ich noch eine Pflanze in der Gier, da bringt mir das mir nichts tausch. Jinx ist draußen. Oh Gott, das sind Psycho-Pokémon, ich hab eine Psycho-Schwäche. Energiesuche. Die gehe ich mir nochmal noch auf. Das ist ja, das Ding ist halt schon ein Psycho-Pokémon. Wie brauche ich denn zurück zu eine? Das ist mir tatsächlich wert, um mal Nidoran nicht zu riskieren. Wenn es sich vermeiden lässt, okay. Ich hätte keine drei Pflanzenenergie schon mal drauf. Und ich brauche vier Energiekarten für Nidorino. Er greift eh nicht an. Er hat, glaube ich, keine Energiekarten, kann das sein. Wir nehmen mal Energiesuche her. Weil dann kann ich mein Deck auch mal mischen, weil ich scheine es echt bloß mitzuziehen. Und die Pflanze kommt nämlich instant an Nidoran. Wir haben mal Pinsel auf die Bank, warum auch immer. What is worth? Ich hatte eine Tauschkarte gehabt, ich hätte die Energie gar nicht opfern müssen. Hätte ich jetzt nämlich schon, falls ich Nidoking gezogen hätte, Nidoking ready to go. Aber es ist relativ egal, weil momentan sieht es nicht danach aus, als hätte er irgendwas vor, mich anzugreifen. Zum Dominieren weiter auf. Vulcano wird mir auf jeden Fall das nächste Runden nicht abkrepeln. Und sein Onyx wird auch bei der nächsten. Ah, Defender, okay. Der wird sowieso jetzt erstmal die nächste Runde nicht drauf gehen. Super. Und ich, ja, gut. Bringt mir jetzt nichts, aber ich greife es einfach mal an. Bloß mit diesem Usana gefühlt weh zu tun. Aber der macht auch nichts. Der baut seinen anderen Pokémon auf. Der spielt die Death Order-Taktik, wie ich sie schon mehrfach gespielt habe. Wir legen vorne gehen Evoli.
und haben wir Flackern drauf. Und dann kriegt auf jeden Fall schon mal meinen nächsten Preis. Und ich hoffe, es ist Nidoran oder Nidorino oder Nidoking. Bevorzugt Nidorino. Es ist Bill. Ich habe gar nicht geguckt, ob Nidoking im Deck ist oder ob es in den Preisen liegt. Habe ich diesem Ding nicht vorhin Schaden gemacht oder ist ein neues? Ah, gut. Und hier hat Feuer keine Kampfschwäche. Wir haben eine Pflanzenergie im Pins hier. Wir spielen Bill. Pflanzenergie. Oh, zwei. Ja, komm her. Jetzt reicht's aber langsam. Flackern. Wobei, das ist gut. Das ist gut. So kriege ich Pins hier aufgebaut für Guillotine. Und so ist Pins hier auch schon mal ready. Und Vulcano hält ja noch eine Weile durch. Auch Nioran männlich, aber ich hau das jetzt erstmal alles auf Pins hier. Und, ach, wisst ihr was? Ich hau so einen Drank hier auf Vulcano. Vulcano steht nämlich echt gerade gut im Kampf. Noch ein Steinwurf. Ah, nochmal Pflanzenergie auf Pinsel. Aber jetzt fehlt lieber die Pflanzenergie aus, weil sonst, wenn ich noch eine hätte, dann würde ich Pinsel einwechseln. Ich habe eh noch zwei Preise. Ah, da könnte ich ja nicht jetzt schon Eiserner Griff raus, sondern Pokémon-Händler. Tausch eins seiner Basis-Pokémon. Also, da müssen wir das Pokémon. Gibt's doch was, habe ich hier angenommen. Don't do this. So, Onix ist eine fucking schwache Karte, ne? Und, okay. Müsste was, wir tauschen uns mal aus. Pinsir! Guillotine, das macht 100 Schaden, das hätte ihn sogar gewone-shottet, obwohl er seine 90 KP hat. Und dann und die Energie-Zieh! Ja, guckt er mich böse an und ich darf ihn angreifen, oder? Super. Dieser Samen. Ja gut, dann darf ich ihn nicht angreifen. Es ist egal, beim nächsten Angriff ist er weg. So, eben beim nächsten Angriff. So. Habe ich... Warte mal, ist Vulcano nicht noch angeschlagen? So. Weil damit hat er mich effektiv den ganzen Kampf nichts gemacht. Wow. Das ist eine Demütigung und ich habe bloß Energiekarten gehabt. Aber ich ziehe Nidoking nicht. Aber vielleicht in einem wichtigen Match. Mal gucken, was wir mit Booster kriegen. Der guten. Wow, ich habe verloren. Der Typi... Ich kann nicht verlieren, doch. Ich habe dich praktisch weggespült. Chancy. Zähne knirschen. Wenn man damit zu deinem Kopf kannst. So ist so. Ah. 80, aber mach dir jetzt 80 Schaden. Doch. Okay, 120 okay, aber. Noch ein Nidorino. Noch ein Nidorino. Ein Pokéball. Das ist gut. Beides überragend. Mag mal. Okay. Und noch Nidoran männlich. Das heißt, wir werden erstmal das Deck wieder umstellen. Deck. Ich schmeiß einen Pins hier raus. Ah, ich habe noch. Ich schmeiß Tangela raus. Und packe noch ein Nidorino mit rein. Oh, die Trainerkarte will ich noch umstrukturieren. Plus Power tue ich mal raus, das finde ich jetzt nicht so. Detektor brauche ich nicht. Super Trank. Ein Energieback für zwei Heilungen. Also vier Heilungen. Nehmen wir einen Hyperheiler raus und einen Super Trank rein. Was war noch? Ach genau, wo ist der? Wo ist er denn? Der Pokéball, den packen wir mit rein. Genau. Kann ich das Ding umbenennen? Namen ändern. Nennen es. Das Big Toxic Fire. Weil nichts anderes ist es. Das ist das Problem, was in der ersten Chance ein bisschen fehlt, es fehlen gute Feuer-Pokémon. Oder es gibt wenig Feuer-Pokémon. Gute gibt es natürlich. Also da will ich jetzt sagen, dass Durak nicht gut ist und Durak ist awesome. Aber ich würde sagen, das war's mit Pokémon TCG für heute. Ich danke fürs Zuschauen, bis dann und ciao!